Leute. Renner Nummer 9, Kanada. So, und im Gegensatz zum letzten Mal, wo es irgendwie mit der Audioaufnahme nicht funktioniert hat, zumindest im Training und im Qualify, weil es da irgendwo Probleme mit der Party gab, funktioniert das heute definitiv. Ich habe das Häkchen wieder gesetzt, aber es ist wunderbar, es läuft alles. Wir sind im nächsten Rennwochenende, eines meiner Lieblingsrennen, nach dem Podium aus dem letzten Rennen in Baku, was da mehr oder weniger unglücklich kam. Also zumindest der dritte Platz, weil zweiter Platz hätte ich gerne mitgenommen. Aber naja, wie dem auch sei. Wir müssen es halt damit leben jetzt irgendwie. Es ist leider so gekommen. So, ich guck mal gerade wegen Geld. Nee, ich brauche gerade nicht. Aber Zierfähigkeit. Nehmen wir das mal mit. Bauzahl alle Verbesserung 40% niedriger. Sehr gut, das nehmen wir dann mal mit. So, okay. Nächste Rennen, wie gesagt, steht an. Und das ist jetzt Kanada. Ich habe mal gucken, ob ich noch mal Aktivitäten dabei habe. Und falls irgendwas gerade im Maut, hier laufen noch zwei Katzen rum. Also von daher zählt es mir gerade ein bisschen nach. So, bisschen Kohle brauchen wir nicht. Warte mal, Erfahrung. Machen wir mal Teamaufbau. Moment. So, okay. Dann gehen wir rein ins nächste Rennwochenende. Wir haben Teamaufbau fürs Chassis. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Sehr gut. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. Yes, dann haben wir zumindest ein bisschen was. So, ich gehe mal kurz auf die Reifenauswahl. Ich nehme natürlich wieder mal meine weichere Mischung und dann gehen wir ins Rennwochenende. Saison 2, Rennnummer 9, Kanada. Circuit Gilles Villeneuve. Letztes Jahr hier gewonnen. Mal gucken, ob wir es dieses Jahr auch hinbekommen. So, einen Moment warten. Dauert einen Moment. Ah, es bleibt ja Quiz. Es ist ein komplettes trockenes Rennwochenende. Sehr gut. Kein Regen, kein gar nichts. Alles ist wunderbar. Ja gut, im Rennen soll es ein bisschen regnen am Ende, aber das ist egal. Wir fahren hier nur 50%. Aber laut dem Wetterbericht soll es passen. So, momentan sind wir 6. oder 5. mit dem Team nach dem dritten Platz im letzten Rennen. Passt soweit. Und wir gucken mal gerade rein, ob wir noch was mehr für E-Baum tun könnten. Ich würde sowas in der Art empfehlen. Dann machen wir das doch. Montag, 29. Juni soll es festgewertet. Ich werde schon mit Zielfähigkeit. Und dann gehen wir mal rein ins Wochenende. Sorry, dass es manchmal ein bisschen was länger dauert. Das ist halt einfach. So, auf geht's. Training Nummer 1 hier in Kanada. So. So, okay. I've had a chat with Carl about the new parts and we're happy that they've been integrated into the car okay. With any luck, you'll be able to feel the improvement, so give them a try. Yep, machen wir gleich. Lass mal kurz das Auto
abstimmen. Kanada 2. Kanada, 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 Kanada. Ja, wieder Kanada oder jeder da, aber ist egal. Es ist hier Kanada. Wunderbar. So, auf geht's dann mal auf die Back-on-Track. Raus auf die Strecke. So, jetzt geht's für uns ein bisschen. Ja, es ist immer selten, dass in Kanada gerade das Rennwochenende sehr trocken ist, aber das passt so. Bin ich zufrieden. Gerade Kanada ist immer so gerne auch viel Regen. Ich habe schon einige Rennen. Ich glaube, es war 2000. Oh Gott, was war das? 2009 war es nicht. Was, 2009? Aber kann auch sein, dass es 2009 war, ja. Da, wo dieser Regen war, wo das Rennen für 4 Stunden unterbrochen war, oder das Qualify, wie auch immer. Ja, und das ist halt nicht so selten. Hier auf dieser Insel. So, na gut, okay. Schauen wir mal, was das jetzt hier nach Hause fange. Ja, ich sag ja, meine Katze maut gerade hier ein bisschen. So. Aber jetzt sehe noch. Oh Gott. Moment, ich muss mal gerade was machen. So, sorry, ich musste die Katze eben rauslassen. Okay, just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. Na gut. Ja, bis zu 20 Minuten haben wir Runden, also meistens so 3 Runden, die ich dann 3-4 Runden, die ich auf dieser Strecke drehe. Mal gucken, wie es am Ende wird hier, ne? So, jetzt müssen wir die Scharnadel ein bisschen besser treffen als eben. Na, bist du wieder von der Ideallinie zu weit runter, meiner Meinung nach. Es war nicht gut und war nicht perfekt. Mal gucken, was wir hinkriegen. Trotzdem hinkriegen. So, bloß nicht in die World of Champions einschlagen, sondern wir fahren unsere Runde 1-12-7 auf Medium. War wieder eine gute Zwischensektor, weil wir ein bisschen besser durchgekommen sind als eben. Aber wieder nicht so gut durchgekommen, ne? Durch die Runde. Viel Zeit wieder liegen gelassen. There's 3 laps of fuel remaining. So, bisschen jetzt um die Handhalung gekommen, diesmal nicht so weit von der Ideallinie abgewichen. Wir nehmen wieder ein bisschen Vorsprung mit in die nächste, in die nächste Runde. Jetzt die hinter uns auf Medium. Zwischenzeitlich immer ganz gut, dass der auf jeden Fall hinter uns ist. Aber wir haben wieder verloren. Bin nicht sauber durch die Ideallinie durchgekommen. Es gibt eine neue schnellste Runde, aber es wird nicht reichen.
Alter, quer über das Quersteher. Ja, damit ist die Runde auch schon durch. Oder schon kaputt, sagen wir es mal so. Die hat aber auch nicht voll momentan. Ja, dafür viel Zeit verloren. So. Ja, der letzte Sektor war gut, aber danach nicht. In the next two laps, please. Ja, ich fahre jetzt noch eine Runde und dann ist gut. So, momentan sind wir im Vorfeld zocken, also wir sind echt gut dabei vorne. Ich denke so 4-5 Runden pro Passt das schon. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. So, natürlich wieder nicht gut. Wieder Zeit ohne Ende liegen gelassen. Ja. So, letzte Runde haben wir geschafft. Damit fahren wir jetzt in die Box rein. Damit ich nämlich so, muss ich ein bisschen rausnehmen gerade. Kanada ist so eine Strecke, die frisst unnormal Sprit. Und das nicht nur im Regen, auch im Trocknen. Ich fahre auf Mager. Und hier müssen wir jetzt gerade so ein bisschen die Benzinmengen im Blick halten. Die frisst mir trotzdem hier runter. Ich weiß auch nicht mal, ob wir das tatsächlich schaffen, komplett ins Ziel zu kommen mit dem. Mit der verbleibenden Spritmenge, oder aber dann hier gleich wieder den Schleichmodus genommen. Ich habe jetzt auch das ERS mal rausgenommen. Aber das scheint mir gerade nicht zu helfen. Ja, womit dann führen wir vor Verstappen, Gasly, Kwiat und Mick. Das sind so die aktuellen Zwischenstände. Mal gucken, was wir kriegen. Oh, ich habe die Katze jetzt tatsächlich laufen lassen. Mal gucken, ob sie funktioniert. Das passt so. Wir haben jetzt 4 Katzen hier rumrennen. Aber ja, ich hoffe, dass das alles bleibt. Zack, Benzinmenge weg. So. Okay. Dann sind wir eigentlich auch schon wieder durch mit dem ersten freien Training. So. Ich komme sofort wieder. Make sure to run some of our practice programs. They don't all need to be done in one session, but there's valuable data there to help race strategy and car development. So far, our fastest lap is a 1 minute 12.6. So, bin wieder da.
Ja, das passt so. Wir können die Zeit beschleunigen. Sorry, dass ich immer mal wieder zwischendurch weg, kurz weg muss. Ich hoffe, dass ich das im Rennen und so nicht muss. Also Qualifying und Rennen vor allen Dingen. Jetzt im Training geht's ja noch. So, Zeit läuft runter und dann sind wir am Ende die schnellsten in Kanada im ersten freien Training. Yes! Mal wieder. So. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir jetzt noch einmal die drei Bestplatzierten an. Richards, Verstappen und Valtteri Bottas. Was für eine unglaubliche Trainingssession, aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Genau so ist es. Wir haben noch das zweite und das dritte Freitraining, dann morgen die Qualifikation und am Sonntag dann um 14 Uhr unser Start, unser Rennen. So, Training 2. Da sind wir wieder auf der Strecke. So. Dann fahren wir noch mal raus. Ein bisschen. Okay, the track is green right now, so ja. Take a few laps to get the tires up to temperature. Try and feel your way around. Und ich denke, so 5 Runden schaffen wir wieder hin, kriegen wir wieder hin. Und am Sonntag gibt's auch wieder das Team. Oh, das war's, okay. Sonntag gibt es natürlich wieder einen Stream. Großer Preis von Belgien, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das von Dienstag weiß ich noch nicht, ob wie es entschieden wird. Da ist noch die Behandlung. Das Spiel sagte mir für 12 und das Endergebnis sagen 13. Mal gucken, was am Ende rauskommt. Ich hoffe natürlich, dass es am Ende noch Platz 12 sein wird. Aber es war allgemein so ein gutes Rennen. Ich bin zufrieden eigentlich mit meinem Rennen gewesen mit diesem 12. Platz. Alter, beziehungsweise dann noch 13 Platz, aber wie gesagt, ein paar Punkte. 3 beziehungsweise 4 Pünktchen. Gutes Rennen gehabt, gute Zweikämpfe gehabt, passt soweit. Aber jetzt haben wir Haas mit der jetzt hinten auf. Ja, komm, hau ab. Magnussen. Besser immer noch als Ocon. Dem bin ich immer noch ein bisschen nachtragend. Der hat mir schon das ein oder andere Rennen versaut. Und damit den für seinen Assi-Move in der letzten Kurve in Baku noch belohnt. Ah, von mir. Entweder du über uns fair oder lässt es einfach sein. So. Gut, dann fahren wir mal auf die schnelle Runde. 5 Runden haben wir ein paar heute. So 4 bis 5 Runden, das wird Tode passen. Wir nutzen einfach mal die Chance aus, dass wir mal in Kanada hier ein sehr trockenes Rennen haben. Normalerweise ist ja immer ein bisschen Regen mit dabei. Aber nicht dieses Wochenende. Ja, letzte Saison haben wir hier gewonnen. Mal gucken, was diesmal schauen, aber jetzt wieder ein Podiumplatz. Wir haben hier in Bahrain das Podium geholt, wir haben im letzten Rennen im Baku das Podium geholt. Dazu jetzt der 5. Platz im Monza in Monaco natürlich. Und da kommt, dauert noch ein bisschen, bis das kommt. Das ist das letzte Rennen vor Europa. In Europa, danach kommt ja dann Singapur schon, aber da müssen wir jetzt erstmal gucken, kurz ein bisschen konzentrieren. Ich weiß, das war ein bisschen gecuttet. Und da ich auf normal fahre,
Ich sag ja, die Hanna, die treffe ich nicht immer sehr gut. Ich treffe sie nicht immer so, aber das wird auch viel, viel Zeit gekostet haben. Und ja, Magnus hinter mir jetzt fällt natürlich jetzt ordentlich ein Stück zurück. So, Training im Training 1, Training schnellster. Mal gucken wir mal jetzt, wie da die beste Zeit sitzen können. Also 12,7, wir sind glaube ich, ja, Magnus hinter uns. Den muss ich gleich mal die Zeit an. Ich komme aber auch nicht kurz zurecht mit der Strecke. Fahr hinter mir. There's static over the radio, say again. Fahr hinter mir. Okay, the time last lap was a 1:12.7. Ich hätte gerne nur gewusst, wie der Magnus fast für eine Zeit gefahren ist. Magnussen behind. Their best lap time is a 1:14.6. 14:6. Okay, danke, das mehr wollte ich ihm gar nicht wissen. Deshalb zweiter Sektor, aber ist gerade jetzt auch. Ja, doch, vielleicht kriegen wir. Na, kann man nicht, okay. War ein bisschen die Hoffnung jetzt gerade, dass wir den, weil wir die Hanwalle ein bisschen besser getroffen haben. Dass wir vielleicht die Zeit noch mal drücken können. Mal gucken, was in den letzten Kurvenkombi noch passiert. There's three laps of fuel remaining. Ne, reicht nicht ganz. Knapp dahinter, aber es ist. Es sagt 0,0, also wir haben tatsächlich noch mal. Wir hatten ja mal in einer Punktlandung geschafft, aber die war. Ich habe ja geguckt, 0,0012 Sekunden dahinter. Da sind wir so ein bisschen besser durch die Kurven. Oder ein bisschen besser mit hier. Jetzt heißt es, die Haarnadel vernünftig treffen. Ich nehme mal ein bisschen vorher schon auf die Bremse, damit ich die auch gut mitnehmen kann, gut raus beschleunigen kann. Das hat aber wieder Zeit gekostet. Das war natürlich nicht ideal. So, vielleicht schaffen wir trotzdem nochmal eine Bestzeit. Naja. Eine Runde mache ich noch. So, hinter uns momentan Kwiat aus Zoff, der überhaupt nichts zu melden hat. Weil die Zeit mit uns. Ich bin momentan sehr gute Dinge, dass wir hier ein Rennen gut abschließen können. Aber wie gesagt, das ist erstmal noch das zweite freie Training. Das Wichtigste passiert morgen. Gut, wobei ich auch ein bisschen denke, das letzte Mal hat es, glaube ich, gern geregnet. Und wir konnten mit den Zoff-Reifen, mit den Interfreifen, glaube ich, meines Wissens. Das Rennen dann noch vorne gewinnen. Aber mal gucken. Aber hier unseren ersten Saisonsieg holen. Letztes Jahr in Kanada und Brasilien. Zwei Saisonsieg habe ich geholt. Und ob wir das diese Saison auch schaffen, mal gucken. Box this lap, please. Box this lap. Und wieder ein schöner Quersteher mit dabei. Dann rausbeschleunigen aus der Haarnadel. Wieder minimal, das klappt nicht. So, sagen wir mal das. Er ist so raus, damit haben wir unser Pensum schon absolviert in der. Hier in Kanada. Fürs zweite Freitraining, im zweiten Freitraining. Hier aber auch schon komische Situationen gehabt. Damals in der Freitagsliga hier böse abgeschossen worden, wenn mir das Rennen versaut wurde. Aber in Kanada war auch mein Debüt damals in der Donnerstagsliga, wo ich dann Zweiter geworden bin knapp. Aber gucken, egal.
ist jetzt alles ein bisschen Vergangenheit, ein bisschen Zukunft. In Zukunft ist erstmal dieses Wochenende. Und da stehen wir doch gut dabei. Kevin jetzt auf 2 von. Ja, ja, ich weiß. Jetzt gibt mir nämlich der Sprit aus. So. Gut, dann gehen wir rein, wieder in die Garage oder wir werden wir reingeschoben. Und dann sind wir durch mit dem zweiten freien Training. Gleich geht's weiter. Sofort ins mit dem dritten freien Training. So. Gut, dann starten wir mal die Zeit durch. Bis zum Ende. Die Zeit läuft runter und ja, wir sind wieder knapp vorne. Selbst Valtteri Bottas und Max Verstappen mit den Soft können momentan nicht an unsere 1-12-3 rankommen. Und die fahren wir auf Medium. Jetzt hat er Verstappen uns mal geknackt. Auf den Norgen, auf neuen Soft. Ja, knapp, aber wir sind vorne damit dabei. Also wir sind Zweiter momentan. Und damit sind wir, bin ich guter Dinge, dass wir ein erfolgreiches Rennwochenende fahren. So, gleich das dritte freie Training noch. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Verstappen, Richards und Valtteri Bottas. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Mick auf 16, Ferrari auf 17 nur. Also Mick knackt knacken Ferrari. So, Leclerc auf 11, also Ocon weit weg auf 12. Na gut, okay, gehen wir rein, dann gleich ins dritte freie Training. So, gut, in den letzten 30 Minuten, also für euch sind es 15, die wir fahren, ne 10, Entschuldigung, 10 Minuten, also komme ich um etwas um 35 Minuten bis 40 Minuten pro Folge, das ist dann in Ordnung, aber jetzt erstmal geht's weiter mit Kanada, dritte freie Training, heute mal auf Softreifen unterwegs, auch die werden wir wieder so weit wie möglich versuchen, auf die Runde zu fahren. So, gehen wir raus auf die Strecke. Und diesmal fährt uns kein Auto dahinter hin im zweiten Training. Ist ja der Magnus noch einmal hinter uns gelandet. Also, wir sind gut dabei, momentan erster und knapp nur auf 2 gelandet. Aber es reicht momentan, um ja, mit an der Spitze zu stehen. Gucken wir, was wir hinkriegen heute. War heute ein gutes Ergebnis von. So. Ja, mal gucken, wie dieses Wochenende hier wird. Hier in Montreal, französischsprachigen Teil der Strecke, des Landes, wird ja Englisch und Französisch halt gesprochen. Na gut, okay. Wir konzentrieren uns jetzt so ein bisschen auf die lange Gerade, einer der längeren Geraden. Ich weiß jetzt gerade nicht genau die Daten. So, und jetzt geben wir schon mal ein bisschen Gas, also mehr volle Power Benzinmischung und volle Power das ERS, damit wir hier eine gute Zeit bekommen.
So, erstes Auto geht schon raus. Das dürfte ein Williams sein. Ja. War natürlich nicht gut, die erste Kurve da angefangen, die erste Kurvenkombination. Das war hier nicht ideal. So, schön um die Anhandel rum, diesmal haben wir so ein bisschen besser erwischt. So. Schön hier. Und jetzt die Schikane vorbei, der war auch Champion. Und dann geht die Zeit, oder steht die Zeit bei 12:02. Also, bist du momentan klar, aber was war die Konkurrenz? Da sind viele dabei gewesen, die noch nicht auf Soft gefahren sind. Wo jetzt Verstappen hat, glaube ich, schon seine zwei Sätze, ne? Gut, durch die ersten Zeitkurven kommen wir dann noch gar nicht, ja. Keinen Vorsprung mit. Klar, Sektor 3 wäre jetzt besser gewesen. Oder ist besser gewesen, so ist es eigentlich richtig. Ja, aber jetzt haben wir mal ein bisschen was mitgenommen. Aber hier auch wieder viel Zeit liegen lassen oder verloren. Jetzt sind wir aber mal ein bisschen mit. So, Verstappen knackt unsere Zeit, aber da kommt noch einer hinterher. Die Zeit knack ich sofort zurück. Von Max. Sofort der Konter, dann ist der weit, nicht weit weg von uns. Aber der fährt wieder aufs Soft. Also immer so, der Bottas Verstappen sind nämlich immer auch schon aufs Soft gefahren im ersten Freitraining alle. Hat er dreimal Soft genutzt im Training? So, King und Williams. Das war doch der Williams, der heute rausgefahren ist. Ich fahre jetzt aber raus auf die Strecke. So, Leclerc knackt jetzt King, das ist keine große Überraschung. Der Ferrari sollte in der Lage sein, den Williams zu knacken. Zumindest Leclerc. Ich fahre nochmal. So, oh, sogar eine Bestzeit, obwohl die Runde eigentlich wirklich zum Abhaken geeignet war. Eigentlich nur der Statistik wegen dieser Gefahr habe ich so gefahren. So, dann sind wir auch durch mit dem dritten freien Training, liebe Leute, schon. Ja, Kanada, ihr merkt schon, geht rasend schnell.
Gut, die Runden sind nicht lang. Und deswegen mag ich auch die Strecke, weil die Runden halt nicht so lang, weil ich mag diese etwas kürzeren Strecken. Ich weiß gar nicht, welche eure so sind. Könnt ihr mal ein bisschen in die Kommentare schreiben. Meine Lieblingsstrecken sind halt in Kanada, Brasilien, Ungarn. Ich mag sie sehr gerne. Da bin ich letzte Woche in der Sonntagsliga 8er geworden. Gut, ich hab noch von der Strafe profitiert. Aber trotzdem ist 8er gut, weil es waren nur 13 Leute. So, gut, dann sind wir durch. Liebe Leute, mit dem freien Training hier aus Montreal, aus Kanada. Standard programs over the course of practice. It'll be a boost to car development if we can log that data, so we should do our best to do so before the end of the session. So. Mal gucken, was am Ende rauskommt. Knapp vor Verstappen auf jeden Fall, so ziemlich zeitgleich. 0,157 Sekunden, also das ist immer so ein knappes Ding. Ist mal einer, der mithalten kann momentan. Reicht es auch fürs dritte Freitraining, vorne mit dabei zu sein? Na gut, wichtig ist eigentlich morgen das Qualifying und dann Sonntag natürlich das Rennen. Da heißt es natürlich, das Ganze zu bestätigen. Also Freitraining kann jeder. Wichtig ist es natürlich dann im Qualifying und im Rennen auch mitzunehmen. Der erste, der mit Medium fährt in den Top 10, ist Alexander Albon. Das ist auch übrigens der einzige, ihr seht es ja schon. Yes! So. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Richards, Verstappen und Lewis Hamilton. Das war's, das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Und das ist wie gemerkt, ich habe das Update übrigens gemacht, ne, dass die Ferrari angepasst sind. Starkes Ergebnis, auf jeden Fall mit den Plätzen 4 und 6. Und Bottas, der aktuelle WM-Leader, nur auf 5. Gut, wenn wir hier das Rennen gewinnen, mal gucken, was halt alles noch möglich ist, ne, in den nächsten kommenden Rennen. Leider fehlt uns noch ein zweiter Teamkollege, der mitliefern kann, also Nick. Gut, mal gucken, was passiert. Oh, Giovinazzi auf Hard, ist der einzige auf Hard gewesen. Oder Alexander auf Albon auf Medium, alle anderen auf Soft. Das mal eben kurz zu den Reifenwahlen im freien Training hier. Gut, dann sind wir heute auch schon durch an diesem Freitag. Das ging ja meistens ein bisschen, was dauert ja meistens mal so eine, meistens mal so 40 Minuten, 45 Minuten. Ein oh, toller Moment. Tag. Wie denken Sie darüber? Sie haben sich heute im Training richtig verausgabt. Testen Sie neue Komponenten? So. Genau, ich habe neue Einheiten genommen. War das heute ein guter Tag für Sie? Ja. Doch. Bin zufrieden. Was ist das Geheimnis Ihrer heutigen Leistung? So, dann machen wir das so. Klasse, das war dann alles. Ja, genau, das war dann auch für uns alles. Und für euch, wie auch immer. Gut. Dann haben wir's für heute.
So. Gut, dann würde ich sagen, wir feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht es weiter mit dem Qualifikationstraining. Am Samstag, sprich morgen 14 Uhr. Bis dann. Tschüss.